Kuschinski! Nein! Ach nee, besetzt! Kuschinski! Was denn? Kannst du meine Ukulele mal schnell stimmen? Ich komme hier mit nicht klar. Ich habe neue Strelokalzeichen. Ich bin ja am Programm, Mensch. Geh mal her, ich halte das fest schnell. Oh, nur mal gucken. Zeit, bis dann. Nee, wir müssen in 3 Minuten los und ich krieg's nie hin. Mach die Tür zu. Geh doch! Geht? Ja, die gehen. Also, mach bei dich! Kuschinski, wir haben da das neue Programm. Ich habe nie geschafft, mir das anzugucken. Kannst du es mir schnell nochmal geben? Das Programm hast du doch? Nee. Oh, oh nee, ich glaube das jetzt nicht. Das liegt daheim. Los! So viel Zeit haben wir gar nicht. Hallo alle zusammen. Ach du liebe Zeit, Kuschinski und Herr Schmidt. Mit viel Witz und Blödelei, manchmal nicht ganz jugendfrei, basteln wir einen Videoclip zusammen. Trotz Corona mit guter Laune, Feixe, Lausche und Erstaune. Ach du liebe Zeit, nennt sich unser Programm. Ach du liebe Zeit, hallo alle zusammen. Ach du liebe Zeit, Kuschinski und Herr Schmidt. Hast du den Aufnahmebutton gedrückt? Ja klar, also Ton sicher? Läuft, Ton läuft, Bild ja, läuft. Ja. Also es läuft schon. Oh, läuft schon. Sagst du den ersten Satz? Ne, du dachtest. Nee, sag du mal den ersten okay, Satz. Okay, sag, lass mal so jetzt. Jetzt lassen wir den. Wir melden uns jetzt live aus dem Studio, mhm. Aus dem kleinen hier Kuschinski und Herrn Schmidt Studio. Und wir wollen ja liebend gern mitmachen bei dieser Videoserie, Serie für Dresden. Für die Künstler und Sänger und Darsteller und Zeichner und was es da alles gibt. Ne? Wir haben die Rubrik, was haben wir? Rubrik haben wir Sing. Singunterricht.
Und tanzen. Und tanzen normalerweise. Aber tanzen ist aus Platzgründen heute nicht gut, lassen wir weg. Aber singen vielleicht. Ja. Eventuell. Übrigens hier, was ich fragen will, sag mal, ist das hier, sind das deine Quittungen hier? Das sind meine Quittungen, weil da wollte ich dich sowieso noch fragen. Ich habe doch jetzt meinen Flur renoviert. Okay. Und wir haben doch die baugleiche Wohnung. WBS, ja. Ja, ja, Dings. Und als ich meine Wohnung, meinen Flur renoviert habe, habe ich dich doch gefragt, sag mal, wie viel Tapete hast du gebraucht, wie viel Kleister und wie viel Farbe? Und da hast du mir wortwörtlich gesagt, 10 Rollen Tapete, 7 mal Kleister, ja, und 11 Kilo Farbe. Nu? Jetzt habe ich meinen Flur renoviert und ich habe 5 Rollen Tapete übrig, ich habe 4 mal Kleister übrig und 5 Kilo Farbe übrig. War bei mir also. Ach, war bei dir also. Dann haben wir ja alles richtig gemacht. Ja, mit Ordnung und sowas, ne? Ja, man muss es renovieren. Können, man muss es einfach können. Renovieren kannst du aber zurzeit nämlich nie. Nee. Unser Lieblingskaufhaus für Männer hat ja ein kleines bisschen jetzt eingeschränkte Geschichten. So, Öffnungszeiten für Gewerbetreibende nur. Gewerberumtreibende. Primeln geht nie. Nee. Ich wollte heute Primeln holen, einen Wagen geholt und keine bekommen. Keine Primeln. Wusstet ihr eigentlich, dass es im Baumarkt auch erotische Sachen gibt? Ich schon, aber ihr nicht, oder? Wirklich erotisch. Also wenn die ganze Chose vorbei ist hier, stürmt in den Baumarkt und holt euch was Erotisches. Und falls ihr nicht wisst, was, wir spielen euch jetzt... ein Lied vorbereitet, Erotik im Baumarkt nennt sich das, und das wollen wir euch jetzt mal vorspielen. Also, genau. Lied ab. Genau. Herr Brettschneider, bitte, Brettschneiderabteilung, Herr Brettschneider, bitte. Doch fachlich gut besät, da weiß ich ganz genau, wo mein Lieblingsbaumarkt steht. Ich gerade gleich in Wallung, wenn ich nur ans Nageln denk. Und Schrauben mit die Mutter drin, ist wie ein Geschenk. Sackkarren im Angebot. Ach, heute ist ja Muttertag, M6, M8, M10. Den Kasten voller Nüsse kann auch sie nicht widerstehen. Schön zum Spreizen reizen. Erotik im Baumarkt, der gibt's alles für den Mann, wo er ganz unverklemmt seine Lüste leben kann. Erotik im Baumarkt, das liebt ein jeder Mann, wenn er mit dem Gliedermaßstab genau was regeln kann. Was regeln kann. Die brauche ich für zu Hause, weil da die Heizung leckt. Kontaktspray im Gang 69. Und da sind all die Säcke, prall gefüllt mit Samen, mit Bild drauf, was es einmal würde und sogar mit Namen. Die bring ich meiner Frau mit, da gibt es kein Gemecker. Und das Sahnehäubchen, einen Bodendecker. Schwänze für Astlöcher. Man kann noch mit der Schlammrolle tief ins Rohr hinein. Doch wenn das Loch verstöpselt ist, dann lass es besser sein.
Im Wagen voller Erotikmasse, der Endpreis lockt mich auf. Nun räum ich voller Wehmut das ganze Zeug zurück und verlasse nur mit Schrumpfstau das Bauhaus voller Glück. Das Bauhaus voller Glück. Ich denke mal, das war's für uns, sag mal, oder? Ja, die Zeit ist rum. Wir sagen Tschüss und blenden noch ein Video ein. Wir packen die Geige ein und blenden noch ein Video ein. Genau. Also in diesem Sinne, vielen Dank. Tschüssi und Daumen hoch, dass wir gewinnen. Wir. Genau, und bleibt gesund. Bleibt gesund. Ciao.